Na gut, dann hoffen wir einfach mal, dass da nichts weiter passiert und wir irgendwie überleben. Wie auch immer. Ich weiß es nicht wie. Ja. Gut, dann werden wir mal mit unseren Dreien hier gucken, was wir reißen können. Ganz kurz mal die Arbeiten überprüfen. Ja, jetzt, wo wir weniger sind. Ja, gut, jagen. Waldarbeit habe ich jetzt auf 1, okay. Transport, Majot. Forschen brauchen wir jetzt eigentlich erstmal nicht. In der Zeit, wo wir hier nur zu dritt sind. Ja. Soll reichen. Soll passen. Oh, Scheiße. Ja, wir müssten eigentlich wirklich mal hier wieder ein bisschen tragen. Was ist denn mit Matze eigentlich? Ach, der hat ja die Lebensmittelvergiftung. Er kotzt sich hier schon wieder nur aus. Ja, ist da zum Kotzen, Matze, wa? Scheiße mit der Scheiße. Kann ich mir eigentlich was zu essen geben? Also ich meine, er hat gerade eine Lebensmittelvergiftung, ja. Aber vielleicht hilft es ihm ja, wenn er was isst. Gott, Alter, wie langsam er vorankriecht. Oh, was? 1000 Jahre? Naja, okay. Mit 1000 Jahren würde ich wahrscheinlich auch kriechen. Da wäre es nicht ganz so angenehm, ja. Kannst du bitte? Warum nimmst du denn nicht die restlichen Kartoffeln auch mit? Wenn du eh schon einmal hier bist. Das verstehe ich immer nicht. Ja, okay, ob ich jetzt hier die Waffen mitnehme, ist eigentlich egal. So, Matze, komm. Hau dir mal was zu essen drin. Nein! Wirklich? Shepard. Oh Gott, der hat auch noch ein Dings. Der hat auch noch eine Waffe, also eine Fernkampfwaffe. Wir. Ich hoffe, das schaffen wir. Auch für den Hinterhalt. Komm, 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 lauf da rein schnell. Ich glaube, er sieht dich nicht. Er rennt woanders hin. Was, was? Oh, jetzt wird auch noch die Karawane überfallen. Ist ja unfassbar. Von was? Von menschenjagenden Schneehasen? Karawane hat gewonnen. Deine Karawane hat den Kampf gewonnen. Du kannst die Karawane jetzt aufbrechen lassen, indem du auf der Weltkarte das Schlachtfeld markierst und die Option Karawane erstellen auswählst. Oh. Ich bin gerade mitten im Kampf. Ist egal. Feuer. Jetzt greift er noch unsere Sachen an. So, du gehst mal hier hin. Und Mario versteckt sich da. Wow. Okay, das wird jetzt ein sehr unepischer Kampf. Alter, er hat einen Revolver. Ja, müssen wir in den Nahkampf gehen. Yes, Mann. Shepard, Beamter, tot. Gut, Mayot hat ein bisschen was abbekommen. Linker Ringfinger, Prellung. Oh, sogar in Rot. Das sieht nicht gut aus. Ah, Revolver. Revolver. Bio. Ja, okay, du musst Nahkampf auf jeden Fall bleiben. Krallen Sie sich mal bitte den Revolver. Mayot wird mal bitte behandelt. Kann Mayot sich eigentlich selbst behandeln? Haben wir ihr das zugestanden? Nee. So, du behandelst dich bitte selber. Gehe hier hin. Ausziehen bitte. Trotzdem ausziehen bitte. Eine Flakweste anziehen. Und dann passt das. Was macht Kralle? Ach ja, es brennt. Habe ich schon wieder komplett vergessen, dass es ja hier brennt. Sehr schön. So, hier bitte mal Strom ein. Ach so, und ich muss auf die Weltkarte. Ich muss auf der Weltkarte.
sind jetzt hier schon wieder so lange. Mann, ey, da macht man einmal Pause. Um die Folgen hochzuladen und schon wird die Weltkarte wieder neu geladen. Mann, Mann, Mann. Naja. So. Vergrößern. Wo ihr sein? Wo Schneehase sein? Da. Ist das euer verfluchter Ernst? Ein Schneehasen? Schlachtplatz. Zack. Aufgabe. Schlachte Kreatur. Jetzt nicht euer Ernst, oder? So, ich weiß nicht, warum da jetzt Bären liegen, aber egal. Y. Nicht ausführbar. Zack, schneide Tiegbaum. So, dann machen wir uns ein kleines Lagerfeuer. Und dann machen wir uns. Koche einfach mal. Produziere Dörrfleisch. Das können wir herstellen. Und zwar 14. Wir können zweimal Dörrfleisch herstellen. So. Wie gesagt, das wird nur kurzes Intermezzo hier. Vielleicht auch ein bisschen länger, wenn Sky noch länger kocht. So, die anderen schlafen. Sky produziert. Bin ganz kurz am Überlegen. Wir hatten ja die Schrotze von euch. Komm mal her. Wenn wir schon mal hier sind. Bisschen Angst gerade. Ich meine, dass so eine Schildkröte ein bisschen was aushält, war mir klar. Alter Schwede. Alter, Respekt und Anerkennung an die Schildkröte da gerade. Schrotze, ja. Endlich. Bitte einmal schlachten. Wieso kann ich nicht schlachten? Ach so, deswegen. Einmal bitte schlachten. So, dann machen wir hier ganz kurz noch ein bisschen Produktion und noch ein bisschen Essen für die Leute. Und jetzt haben wir noch Hasenfleisch 4. Können wir noch 5 herstellen. 5 mal Dörrfleisch. Wäre es mir eigentlich schnurz egal. So. Meinetwegen auch Alicia. Und Aslan kann schon mal Bären aufheben. Bären aufheben. Bären auf. Das war so Quark gerade. Kann ich Bären ablegen, ja. Immer bitte ablegen. So, weil die brauchen wir ja noch, ne? Aber wir können auf jeden Fall leichtes Leder aufheben. Echsenleder aufheben. Und Pemikan aufheben. Pemikan aufheben. Da ist jemand verliebt. Sky flirtete mit Alicia durch das Witzeln über das Kämpfen mit Büffeln. Alicia zeigte seinen Rücken. Alicia? Okay, also Sky findet Alicia mega geil, aber andersrum, naja, nicht wirklich. Da hat wieder jemand geflirtet.
Sky bezauberte Elisha durch das Beschreiben seiner Beobachtung von Übelkeit. Ach ja. Aber, ja, minus 2. Minus 1. Redeten über große Leute. Naja. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich effektiv ist. Eieiei, wie lange Ray auch schon wieder pennt. Pemikan, aufheben. Aufheben. Ja, dann ist halt Pemikan, ist mir auch egal. So, wenn Elisha fertig ist, dann... Upsala. Hunger. Wer hat Hunger? Majot. Die ist ja gar nicht auf der Karte hier. So, okay, reicht jetzt. Weltkarte. Karawane reformieren. Genau, sehr gut. So, wir sind hier. Hat Majot sich jetzt eigentlich behandelt? Ja, sehr gut. Elisha hat eine Nahrungsmittelvergiftung. Das ist mir auch egal. So, Elisha und Aslan haben schwere psychische Störungen schon wieder. Na, Weltklasse. Matze, könntest du mal bitte, bevor ihr die Leiche fault, vielleicht mal kurz hier ihn verbrennen? Was ist denn hier los? Okay, ist irgendwas kaputt. Hä, warum ist das kaputt? Hat das eine Überspannung gehabt? Weil eigentlich hatte ich jetzt keine Probleme. Oder angegriffen wurde es eigentlich auch nicht. Krankenbett zurück. So. Seltene Thrombos. Das interessiert mich nicht. Ja, aber das sind ja hier so kleine Verletzungen. Ach, jetzt ist Aslan verwirrt. Ja, die Forschungsreise steht unter keinem guten Stern, muss ich mal sagen. Da rasten alle aus. Da werden sie von Schneehasen, also von einem, angegriffen. Und naja. Sehr, sehr komisch alles. Wer weiß, ob sie jemals da ankommen, wo sie ankommen sollen. Beziehungsweise, ob sie dann auch alle drei Posten, die ich jetzt eigentlich angreifen will, auch schaffen. Das bezweifle ich. Und zwar richtig. Kralle. Was setzt man denn hier? Achso, erfolgt bereits. Alles klar. Warum ist es denn gerade kaputt gegangen? Verstehe ich nicht. Aber gut. So, Nahrung ist wieder voll. Ganz kurz. Ach, ist doch nicht dein Ernst. So, jetzt passt es. Olle Matze, sehr gut. Er nimmt sogar 75, naja, fast 75 mit. Ich weiß nicht, warum das immer nicht aufgesteckt wird, aber egal. Ach so, genau, eins wollte ich noch machen. Ich wollte hier eine Tür bauen. Damit ich quasi nicht immer diesen Weg hier außen rum gehen muss, sondern einfach gleich, wenn ich hier ankomme. Ja, okay. Dass wir dann genau hier durchgehen, ja. So wie Kralle jetzt. Zack, und dann sind wir gleich im Lager. Müssen hier nicht diesen Umweg gehen. Fertig. Ist der Weg halt ein bisschen kürzer. Laufgeschwindigkeit. Ach, da, was? Sand ist sogar fruchtbar? Ich kann Sachen auf Sand anbauen? Ehrlich? Nee, kann ich nicht. Warum steht da Fruchtbarkeit 10, wenn ich nichts drauf anbauen kann? Das ist genauso wie hier. Aber hier steht keine Fruchtbarkeit. Also hier macht es ja Sinn. Ja, very strange, very strange. So, gerade ist wieder schön am Ernten. Was machst du denn jetzt? Trägt Flickenleder-T-Shirt. Aha. Kommt der gerade zu so einer ehrenvollen Aufgabe? Majot, komm. Okay. Prellung der Armprothese. Oder Prellung durch Armprothese. Revolver. Hat sie denn eine Armprothese? Scheiße.
Die hätte ich ihm abbauen können. Also, ne? Aboperieren. Ja, auf sowas muss man sollte ich übrigens auch mal achten. Was ist denn mit Alicia eigentlich gerade los? Schlafen die? Oder ist Alicia gerade einfach nur umgekippt? Ja. Ob die hier irgendwelche komischen Teile an ihren Körpern haben. Also quasi Prothesen. Denn die könnte man auch wieder abbauen und dann quasi für sich selber benutzen. Das sollte ich mal bei den nächsten Leichen beachten, bevor ich die hier in unsere kleine Wärmehalle stecke. Ob die noch irgendwas für mich haben. Karawanentreffen von Karawanen von Alicia. Er hat sich friedlich mit einer Karawane von Violetta Morast. Ja. Okay, wir handeln mal. Ja, angreifen. Super Idee. Pemikan. Nee, wir nehmen mal bitte mit. 5 Medizin. Habe ich Silber dabei? Nee, ne? Oh, Mist, Alter. 25. Ich kann nicht handeln, wa? Dann verkaufen wir ein bisschen Pemikan, nehmen 3 Kräutermedizin mit. Weiterziehen. Immer mal ein positives Treffen. Oder ein positives Ereignis. Ich weiß auch immer noch nicht, was mit Alicia los ist. Also Aslan ist durch. Alicia hängt auf 7:30. Jetzt ist er wieder aufgerichtet. Er kann wieder laufen. Wieso konnte er nicht mehr laufen? Gab's da... Hä? Frag mich bitte einfach nicht. Ich will's überhaupt nicht wissen. Lauft einfach dahin und kämpft. Tut mir den Gefallen. Apropos kämpfen. Dörrfleisch, nee. Was sind denn eigentlich leckere Mahlzeiten? Was brauche ich denn dafür? Materialien und vegetarisch. Großes Essen. Was ist Materialien? Insekten, Menschenfleisch. Kann ich denn kein Menschenfleisch nehmen? Fleisch ist Fleisch. Insektengelee. Ja. Also ich brauche anscheinend dafür Fleisch und... Sehr gut. Fleisch und... Hier, wie sehe ich? Kartoffeln, irgendwas Vegetarisches. Würde ich gern testen. Würde ich gern testen. Puh, okay. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Rhinoceros. Was denn? Riesenrafflesier. Da gibt es ja nicht keine Tiere? Ja, okay, das seltene Trumbo. Da ist nichts mehr dran. Da ist auch nichts mehr dran. Och, warum es hier immer keine Tiere mehr zu einer gewissen Jahreszeit gibt. Hier so ein Lama. Ich will doch nur irgendein 0815 Tier haben. Hier ein Affen zum Beispiel. Ja, okay, das ist ja der Panther schön aktiv. Na, ist egal. Vielleicht greift uns dann mal irgendein Tier irgendwann an. Und dann werden wir es herausfinden. Ob es das genau ist, was ich mir jetzt vorstelle. Dann können wir ein paar bessere Mahlzeiten mal machen. So, Mario, was machst du eigentlich? Ah ja, sehr gut. Sie sammelt jetzt mal das ganze Holz hier ein. Ist auch gerade nicht wenig, ne? War gut geerntet jetzt. 666 Holz haben wir genau. Schöne Zahl. Dann wird Mario hier erstmal ein bisschen was einsammeln. Ja, wie gesagt, also hier ist es ja jetzt relativ entspannt und ruhig. Matze, nimm doch bitte einfach was mit. Ach so, ja, okay, du wolltest gerade ernten. Ah, sei dir verziehen. Trotzdem, nimm einfach was mit. Ja, und ob ich einen zweiten Weg baue, weiß ich auch noch nicht. Wer hat denn Hunger? Was? Kralle und Mario haben Hunger? Ach, weil Kralle eine Lebensmittelvergiftung hat, oder was?
Mariot auch, oder wie? Nö. Mariot ist einfach nicht. Wie sieht's hier aus? Naja, das geht langsam voran. Flüchtlingejagd bei Niederlassung ob der Fjord. Ein Seefahrer namens Luke kontaktiert dich aus der Nähe. Er wird von Piraten der Fraktion Krähen von Nelson gejagt. Er fleht um Hilfe. Ein Plünderer und ein... Luke! Luke! Kommen Sie schnell, Luke! Luke Picard! Matze! Wo ist die Waffe? Ach, die liegt hier noch. Komm. Wir rüsten uns für den Kampf. So, wo greife ich denn an? Wir greifen hier an. In unserem Lager. Überfall. So, Olle Chef und Olle Nick. Nick sieht übrigens sehr geil aus mit seinem Hütchen. Luke. Bonjour. Bio. Na Kampf. Okay, du rennst erstmal in Sicherheit. Du kümmerst dich jetzt mal nicht um den Kampf. So, gerade. Okay, gerade da. Mariot ist Nahkämpferin. Die verstecken wir und Matze geht hier. Matze? Ah, okay. Matze kommt. Matze lässt sich wieder nur Zeit. So. Da kommt. Achso. Hallo. Grüß dich, Luke. Grüß dich. Ja, ist egal. Wir kümmern uns erstmal hier um den Kampf. Laufen die wieder hinten rum? Kann das sein? Was? Generiere Karte für neue Begegnung? Was? Was ist jetzt los? Oh, Karawane ist bei Geheimversteck angekommen. Ach, die laufen wirklich da hinten rum. Och, Mann. Warum seid ihr denn eigentlich so blöd? Oh, jetzt können wir gegen die Nahkämpfer kämpfen. Das wäre sehr vorteilhaft. Mann, das gibt's doch nicht. Ja, ich weiß. Darum kümmern wir uns gleich. Ja, die werden wahrscheinlich wieder meine Windgeneratoren anstecken. Oder noch schlimmer, das Teil. Du hast alle Gegner besiegt. Ich habe automatisch gewonnen. So, komm. Okay, wenn wir den besiegen, dann haut der andere ab. Deswegen muss das schnell gehen. Und der andere haut nämlich jetzt ab. Jetzt los. Och, jetzt dreht Matze durch. Es gibt's doch, es ist doch nicht wahr. So. Körper. Prellung, Prellung, Bruch, alles gut. Ja. Jetzt dreht Matze durch. Was macht Mariot? Ganz ehrlich, Mariot. Den Typen holen wir uns. Aslan ist zusammengebrochen. Aslan ist nicht mehr verwirrt. Ach, der hatte die Waffe. Oh, ich bin ein so. Ja. Gut für den Revolver. Ja, hat sich's, glaube ich, gelohnt. Eieiei. Boah, ja gut. Ein perfektes Ende für die Folge heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Oder übermorgen. Und dann gucken wir mal, was auf der anderen Seite passiert ist. Ne? So, haut rein. Tschüss.